Hallo Raik, ich heiße dich herzlich willkommen zum dritten Teil. Und wir beschäftigen uns immer noch mit den biologischen Naturgesetzen. Und du hast ja schon angekündigt, das Thema ist ein ganzes Studium wert. Mhm. Und wir verschaffen den Leuten hier erstmal einen Überblick, sozusagen ja, eine Übersicht über das Ganze. Und ich sehe jetzt hier auf der nächsten Folie schon die zweiphasige Verlaufsform eines sinnvollen biologischen Sonderprogrammes. Ist das so korrekt? Genau. Kannst du uns schon, willst du schon direkt so einsteigen mit der Folie? Ja, können wir gerne machen. Wir haben ja im Grunde im vorherigen Gespräch haben wir über den Startpunkt gesprochen, also diesen biologischen Konfliktschock, der letztendlich dieses Sonderprogramm, wie es Dr. Hamer genannt hat, auslöst. Das heißt, der Mensch wird dann in einen Alarmzustand versetzt in seinem Inneren. Das heißt, der Sympathikus wird hochgefahren, die Stresshormone werden freigesetzt. Ja. Und jetzt hängt es davon ab, wie dieses Konfliktgeschehen verläuft. Also die Intensität bestimmt jetzt auch, wie stark wir in dieser Stressphase uns befinden. Oder in diesem Alarmzustand, wenn man so möchte. Und wenn es jetzt zu einer Konfliktlösung kommt, sei es jetzt real oder empfundenerweise, so muss man es sagen, weil auch der Konflikt ist ja eine Sache, die mit Empfinden zu tun hat. Mhm. Ja? Also das heißt, ein Mensch kann eine Situation beliebig erleben und wir würden von außen sagen, mein Gott, das ist ja dramatisch gewesen. Hat der vielleicht gar nicht so empfunden. Deswegen ist es für ihn nicht ein Konflikt. Weil er schon Lösungen im Kopf hatte. Er nimmt es einfach nicht so wahr. Okay. Seine Wahrnehmung ist einfach, gibt es gar nicht her, dass er in dieser Hinsicht sich hinsichtlich eines biologischen Bedürfnisses bedroht oder beeinträchtigt fühlt. Ja. Das meine ich, das ist das Individuelle, auch die Intensität, wie wir diesen Konflikt wahrnehmen. Und wenn der jetzt eine bestimmte Zeit anhält, das können Tage sein, also Stunden, Tage, Wochen, Monate, gar Jahre, je nachdem. Ja. Angenommen, es kommt jetzt mal irgendwann, das ist jetzt so idealtypischer Verlauf, so sieht es normalerweise eigentlich nie aus. Ja. Es kommt zu einer Lösung. Ja? Also was ich, jemand hatte Hunger, was ich vorhin gesagt habe, ganz vereinfacht, also es geht mir ums Prinzip. Und ich renne dann jetzt stundenlang mit diesem Hungergefühl rum und irgendwann plötzlich kriege ich die Möglichkeit, was zu essen. Vielleicht sogar noch meine Lieblingsspeise. So. Dann löst sich das Ganze. Und dann kommt eine zweite Phase. Ja? Das ist sozusagen die gegenläufige Phase. Das ist also quasi die Umschaltphase, könnte man sagen. Man kann jetzt verschiedene Begriffe dafür verwenden. Man kann da sagen, das ist die Reparaturphase, das ist die Heilungsphase. Mit den Begriffen ist es immer so eine Sache, weil die halt unterschiedlich mit Deutungsinhalt schon hinterlegt sind. Mhm. Deswegen nennen wir es einfach mal eine Dauervagotonie. Also der Vagus, unser parasympathischer Nerv, der für Regeneration zuständig ist, der dafür sorgt, dass im Körper Reparatur stattfinden kann, dass wir uns regenerieren können, die Energiedepots auffüllen können. So. In Abhängigkeit davon, wie lange die konfliktaktive Phase ist, ist auch die Reparatur oder diese vagotone Phase entsprechend auch wie ein Spiegelbild. Okay. Ähnlich lang, meistens sogar ein bisschen länger. Und das Interessante ist, dass diese vagotone Phase noch in der Mitte geteilt ist. Es gibt nämlich so eine sogenannte Heilungskrise. Warum gibt es eine Heilungskrise? Das hat was mit dem Gehirn zu tun, mit den Geschehnissen, die im Gehirn passieren. Da können wir gleich noch drüber sprechen, auf der Folgefolie. Die teilt jetzt quasi diese Reparatur oder vagotone Phase in zwei Phasen ein. Das kann man hier auch sehen. Einmal eine Phase, wo es mehr um Wassereinlagerung geht. Ja. Also Ödembildung zum Beispiel oder Schwellungen von irgendwelchen entzündlichen Prozessen. Und dann kommt eine Wasserausscheidungsphase, das ist die sogenannte Pinkelphase. Hat jeder schon erlebt, dass er gefühlt, was weiß ich, in der Nacht fünfmal auf Klo musste. Urin war immer hell, aber er hat nicht die gleiche Menge davor getrunken. Das hat jeder schon mal irgendwann erlebt. Das sind diese berühmten Pinkelphasen. Oder wenn man nachts extrem viel schwitzt, dann befindet man sich auch bereits in so einer Phase. Ja. Und dann irgendwann, das dauert dann je nach Konstitution, Rahmenbedingungen, kehrt man irgendwann in die sogenannte Normotonie zurück. Das heißt also dieser typische Wechsel zwischen Tag- und Nachtaktivität oder Passivität. Das heißt, es gleicht sich dann wieder an, so dieses typische tagsüber wach und aktiv, nachts kann man sich erholen, regenerieren. Befindet man sich in so einer konfliktaktiven Phase, also in so einer Dauerstresssituation, kann man meistens auch nicht gut schlafen. Mhm. Ja, der Schlaf ist dann entsprechend schlechter. Das wäre jetzt mal dieses Zweiphasige. Also die Voraussetzung, damit zwei Phasen entstehen können, ist die Lösung des Konfliktes. Entweder real oder eben derjenige empfindet ihn als gelöst. Das ist entscheidend. Ja. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Jetzt wird es nämlich wirklich spannend. Jetzt gucken wir uns das auf drei Ebenen an. Denn das ganze Geschehen läuft ja parallel, zeitgleich auf drei Ebenen. Ist alles spannend hier. Aber das ist, wenn man das jetzt versteht, du wirst merken, es sortiert sich jetzt vieles, was man vielleicht hier und da gehört hat. Also fangen wir mal mit der ersten Ebene an, die Psyche. Ja. In der konfliktaktiven Phase sehen wir, derjenige hat diesen Schock erlitten und sein Denken ist plötzlich
auf das Thema gerichtet, was jetzt diesen Inhalt des Schocks anbelangt. Also Zwangsdenken, um das Konfliktthema zu lösen, beziehungsweise nach Lösungsstrategien zu suchen. Gleichzeitig ist man aber unfähig, den Gedankenfluss abzustellen. Mhm. So. Das heißt, man blickt durch eine völlig veränderte Wahrnehmungsbrille in die Welt. Wenn man den Konflikt gelöst bekommt, entsprechend beruhigt sich das Denken. Also man kommt in so eine entsprechende Gelassenheit. Und irgendwann kommt man dann auch wieder in dieses Normale zurück, sage ich es jetzt mal so. Jetzt wird es spannend, im Gehirn selber passieren nämlich auch Dinge, da habe ich jetzt aber keine Bilder zu mitgebracht. Da gibt es entsprechende morphologische Veränderungen, die man auch sehen kann. Verfärbung, richtig? Ja, nicht nur Verfärbung, du siehst auch richtige Muster. Okay. Ja, in bestimmten CT-Bildern kann man das sehen. Der Dr. Hammer spricht von diesen Herren und seine Kritiker haben dann eben gesagt, das sind die komischen Hamerschen Herde und so ist dann der Name entstanden, dass man das Hamersche Herde genannt hat. Ja. Und diese Herde sehen ganz unterschiedlich aus. Also wenn sich jetzt jemand im Konflikt aktiv sich befindet, dann sehen die so aus, als ob du einen Stein ins Wasser geschmissen hättest. So konzentrische Ringmuster sind das. Und umgekehrt, wenn der Konflikt in Lösung geht, dann schwillt dieses Areal an und diese scharfen Ränder verschwimmen und das schwillt dann so an. So, und dann kann es eben auch an der Stelle später zu Vernarbungsprozessen kommen. Im Gehirn, was heute meistens als irgendwelche Gehirntumoren dann gedeutet wird. Also sprich irgendwelche Glioblastome, weil von den Nervenzellen selber geht der Tumor ja nicht aus, sondern von den Gliagewebe, also sprich von diesem Bindegewebe des Gehirns. Das sind andere Zellen. Auf der Ebene des Organs haben wir natürlich dann vermehrte Stresshormone, also Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol und auch Sympathikusaktivität. Und wenn dann diese konfliktlöste Phase eintritt, dann entsprechend kehrt das ins Gegenteil um. Das ist immer müde, matt, hungrig, kann Fieber kriegen, Wasser kann sich einlagern. Beziehungsweise dann irgendwann kommt auch diese Pinkelphase, wo vermehrt Wasser ausgeschieden wird. Also ganz vereinfacht. Ja.